Servus meine Bros and Hoes und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute will ich mal drüber reden, warum ich mein Abi abgebrochen habe oder was es so für Möglichkeiten gibt, sobald man sein Abitur abgebrochen hat. Also, meine Schullaufbahn war ja schon ganz anders, wie ihr das in den letzten Videos und so mitbekommen habt. Und ich fange mal direkt an nach meinem Realabschluss. Nach meinem Realabschluss habe ich dann gedacht, ey komm, ja, du hast jetzt die gymnasiale Stufe da nicht geschafft. Nach G9 hast du ja bis auf Real gewechselt. Dachte ich mir so, komm, noch einmal versuchen wir es. Und ich bin dann auf eine andere Schule gewechselt und habe mir dann gedacht, ich probiere es und mache das. Habe ich dort meine E-Phase angefangen, bin dann leider gescheitert, habe gesagt, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie soll das weitergehen? Was willst du überhaupt? Dann habe ich mich halt erstmal beworben, so als Kfz-Mechatroniker. Dachte mir so, ja komm, du machst eine Ausbildung mit Autos, fandest du doch auch bestimmt geil. Wie mache ich das? Wie gehe ich vor und so? Und dann dachte ich mir so, ja auf, such was. Und das hat dann nicht ganz gut geklappt. Und ich dachte mir so, ey, wenn das auch nichts wird, dann versuch's wieder mit Schule. Ich bin dann auf eine andere Schule gegangen, habe da meine 10. Klasse wieder versucht, also E-Phase. Habt ihr diesmal geschafft, sogar ganz gut. Also ich war jetzt nicht der Beste, aber ich kam ganz gut zurecht. Und anschließend habe ich dann halt die Q-Phase besucht, habe da die falschen LKs gewählt. Ich hatte Chemie und Sport und kam dann nicht gut zurecht. Hab mir gedacht, ey, das gebe ich mir nicht nochmal, und bevor ich dann nochmal sitzen bleibe und schon wieder gut durchkomme, dann wieder sitzen bleibe, hatte ich gar keine Lust. Habe ich gedacht, komm, scheiß auf das Schulleben, ich bin durch. Und da war ich etwas ratlos. Ich dachte mir so, ey, fuck, ich habe mein ganzes Leben nur Schule gehabt, was soll ich machen? Ich war zwar ab und zu im Minijob unterwegs, aber nie so richtig, wo ich so dachte, so, ich könnte mir diesen Job jeden Tag 5-mal die Woche vorstellen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mich dann halt schlau gemacht, so, ey, was möchte ich wirklich? Hatte zwar so eine richtige Nachdenkphase, so, wo ich so dachte, ey, Panu, konzentrier dich, überleg dir was, was aus dir wird, so kann es ja nicht weitergehen und so. Hab dann die Schule geschwänzt und hab mir gedacht, ich muss erstmal zu mir selbst finden, ich muss erstmal wissen, was für mich wichtig ist, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Und so kam ich, also kurz bevor das Halbjahr dann zu Ende gegangen ist, also ich hätte durchkommen können, aber ich wollte jetzt nicht, dass dann mit dem Chemie-LK so weitergeht. Dachte ich mir so, geht gar nicht. Hab dann, glaube ich, am 1. August eine Ausbildung angefangen und dann habe ich gedacht, komm, ein Jahr. Also, wenn du jetzt ein Jahr Praktikum machst oder halt Ausbildung hast, dann direkt dein Fachabi. Das ist jetzt auch meine Vorgehensweise. Das mache ich dann auch. Also, ich bin jetzt noch mittendrin in der Ausbildung. Und das mache ich dann erstmal zu Ende. Dann schauen wir mal, ob wir dann weiter studieren oder je nachdem. Aber das war so mein Weg. So, boah, das war schon ekelhaft, diese Entscheidung. So, okay, aus meinem kompletten Gewohnheitsmuster, aus den ganzen normalen Sachen dann auszusteigen, das war für mich sehr heftig. Das habe ich dann gemacht, bereue bis jetzt noch nichts. Aber ich sag mal so, das hat mir nochmal einen anderen Blickwinkel gegeben. So, ich hatte nur die ganze Zeit Schule vor mir gehabt und es war für mich echt irre anstrengend auf Dauer. Und jetzt so dieses Arbeiten und dann im Blockunterricht Schule zu haben, finde ich angenehmer so. Man freut sich sogar auf die Schule. Das hätte ich niemals, hättest du mich so vor 2 Jahren gefragt, ey, wie findest du Schule? Freust du dich auf Schule? Ich hätte dir den Vogel gezeigt. Aber inzwischen bin ich echt dankbar, so wenn ich dann mal auch Schule habe, auch mal was anderes sehe als nur den Betrieb. Oder wenn ich dann auch mit den Schulfreunden unterwegs bin, dann habe ich halt auch mal meine, sagen wir mal, 7 Schulstunden, 14 Uhr, bin ich fertig, 14:30 Uhr, bin zu Hause. Fertig. Also so sonst arbeite ich da 9 Stunden, also mit der Pause natürlich. Das ist auf Dauer halt auch anstrengend. Aber so mit der Schule ist es sehr abwechslungsreich und man hat echt so seinen Spaß. So.
Also jetzt nicht vom Schulstoff oder so, aber mit den coolen Leuten, mit den Lehrern, die auch mal Spaß machen, das gefällt mir. Das hätte ich niemals gedacht. Ich war wirklich, wirklich, ich konnte nicht. Was Schule angeht, war ich so, ich war nicht der Beste, aber Schule und ich waren nie Freunde. Aber jetzt bin ich erwachsen, ich habe mich gut reingelebt. Es freut mich, wenn ich auch mal in die Schule gehen kann. Also seid dankbar, findet euren eigenen Weg und ihr findet zu euch selbst und ihr wisst dann genau, ey, was will ich auf gar keinen Fall. Und darauf kommt es am Ende noch an. Also, ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Grüße an meine Jungs. Haut rein und bis zum nächsten Mal.